diesen Stechparcours. Acht Hindernisse, neun Sprünge haben diese Paare, die Sie sehen, jetzt vor sich. 59 Sekunden, die erlaubte Zeit für den nun noch 390 Meter langen Parcours. Rebecca Golasch, die einzige Amazone, wird hier beginnen. Hinten raus dann das Mecklenburger Festival mit André Thieme herbeigesehnt. Oder wird der Schwede Rolf Göran Bengtsson hier als von den Meriten her am höchsten zu bewertender Reiter am Ende die Nase vorn haben. Nur noch wenige Augenblicke, dann wird das erste Paar die Bahn betreten und wir werden auch aufgrund einer etwas totaleren Kameraführung Ihnen zeigen, wo denn die Linienführung sich aufhält in diesem Stechparcours. Da kommt es durch das Portal hindurch, geschritten die ersten beide, das erste Paar mit Colorado und Rebecca Golasch. Ein Pferd, das 12 Jahre alt ist, von Corrado abstammt, aus der Holsteiner Zucht, aus seiner Lagos-Mutter. Pferd, das Rebecca Golasch vor gut einem Jahr, glaube ich, übernahm. Das hatte der Ungar Balázs Krucsó vorher auch schon sehr erfolgreich geritten. So, es wird losgehen an einem Stallsprung, dem Hindernis Nummer 7 des Normalparcours. Kurzes Umschauen der Reiterin. Wo reite ich am besten gleich lang? Und jetzt geht's Richtung Start. Leicht erhöht manches Hindernis für das Stechen. Und relativ einfach erstmal für uns zu merken, der Einstieg dieses Stechparcours. Sprung 7, jetzt der Ochser danach, wie im Normalparcours. Dann die zweifache Kombination 9a, 9b. Aber dann kommt eine Wendung nach links. Zum dritten Sprung des Parcours. Und die Linie nach rechts zu dem blauen Ochser, dem blau-weißen, der vor der dreifachen Kombination steht. Aus der dreifachen wurden zwei Hindernisse weggenommen. Nur der mittlere Stallsprung blieb stehen. So, und jetzt nochmal Stallsprung, drittletzter Sprung des Normalparcours und der lange Weg zum Schlusshindernis, identisch mit dem Ochser des Normalparcours. Und sie sind im Ziel mit dem Nullfederritt. In 49,98 Sekunden. Fährt mit großer Galoppade, vielleicht nicht so dieser sofort initiierten Zündung bei der Landung wieder in eine starke Frequenz hineinzukommen, hat sich die gut 1,60 Meter große Reiterin hier bravourös heute gezeigt und durchgekämpft mit ihrem Zweitpferd Colorado. Lodi Lassen Peak ist ja ihre erste Adresse, der hat sich ganz leicht verletzt hier beim Turnierbeginn, bevor er zum ersten Start kam, mit dem Pferd, mit dem sie ja auch schon deutsche Meisterin wurde. Andreas Ripke, Edelgards Sacchini. Hat immer wieder junge Pferde aufgebaut im Sport. Tolle Erfolge mit ihnen erreicht. Aber ein internationaler Grand Prix-Sieg, ja, der ist schon lange, lange her. Da sehen Sie, der tritt einfach spritziger an nach der Landung, dieser Sacchini. Und das ist auch sein Vorteil gewesen am Ende, um besser in der Zeit zu sein mit 48,27 Sekunden. Und damit jetzt die Führung zu übernehmen mit Andreas Ripke. Da sehen wir Rebecca Golasch aus dem Rheinland. Und nun folgt der mecklenburgische Part unter dem Sattel mit Jaco Blue.
Alois Bollmann-Schweckhorst hat Nationenpreise mit ihm bestritten, große Preise, immer wieder Top-Ergebnisse gehabt, bei den deutschen Meisterschaften noch im vergangenen Jahr auf dem Treppchen gestanden. Hier steht der Hausherr von der Lewitz. Dort steht Paul Schockemöhle. Die Lewitz, sein großer Stall, ja nicht weit entfernt hier von Redefin. Der schaut jetzt auf seinen Hengst. Andreas Kreuzer. Was wird er riskieren? Kann er hier gewinnen? Ich weiß noch, in Rastede letztes Jahr hat er gewonnen. Jaco Blue mit Alois Bollmann-Schweckhorst auf einem der hochkarätigen nationalen Turniere. Und er macht das hier super bisher. Auch hier diese Linie. Andreas Kreuzer. Und der ist ja 1,5 Sekunden schneller als Repke. Und hier durch diese Wendung noch mal schneller. Und das ist die Führung. Das ist die Offensive jetzt hier angekündigt durch Jaco und durch Andreas Kreuzer. 0,44,81. Von Ritt zu Ritt wechselt die Führung. Jaco Blue, Andreas Kreuzer. Tja. Was wird Bengtsson machen? Was wird Thieme machen? Es geht über die Wendung. Es geht über die Wendung hier an diesem vorletzten Hindernis. Vielleicht sogar auch noch ein bisschen mehr über die Wendung nach der Kombination auch. Und vorwärts galoppieren ist angesagt. Man muss die langen Linien einfach in der Galoppade auch für sich vereinnahmen. Ein Husarenstück wäre vor diesem Ochse herumzukommen nach dem Stein. Ähnlich schnell wie Kreuzer. Jetzt entscheidet sich's mit dieser Wendung. Die ein bisschen rhythmischer vielleicht Jaco Blue gelang. Es wird ganz dicht. Er reitet alles raus, was ein Schwede zur Verfügung hat. Und das bringt ihm die Führung. 44,5 Sekunden. Die Schlussoffensive. Bengtsson geht an erste Stelle mit Chiara Lassia. Gerade eben in der Wendung, da war er vielleicht noch so ein klein bisschen hinter Jaco Blue mit Chiara. Aber dann hat keiner so attackiert wie Rolf-Göran Bengtsson den Schlussochser. Da hat er nochmal alles rausgeholt und am Ende das schnellere Ergebnis für sich dann zur Verfügung gehabt. Und das sehen Sie. Er reitet Strich durch. Die erste Distanz wird genommen, wie die Reiter so schön sagen. Da wird nicht nochmal korrigiert, gewartet. Ja, schade, schade, sagt sich der junge Mensch da. Aber du wirst noch genug gewinnen, Andreas Kreuzer. Herr Bengtsson war vor 20, 25 Jahren auch noch nicht so weit. Jetzt fällt die Entscheidung. André Thieme, Aragon Rouet. Das Schlusspaar. Mecklenburg schweigt. Hier am Rande des Parcours. Es fiebert mit. Und das wollen wir jetzt alle auch tun. Zeitgleich zu Bengtsson. So, lass ihn laufen. Lass ihn laufen, André. Lass ihn springen und fliegen. Und der Sieg. André Thieme gewinnt zum zweiten Mal hier den großen Preis von Redefin mit Aragon Rouet.
und wird gefeiert wie der König von Mecklenburg, der König von Redefin.